Es tut mir wirklich leid. Ich habe niemanden, dem ich mich mitteilen kann, weil mein Freund nimmt gerade den Fernseher in Beschlag und da eh nur Scheiße läuft im deutschen Fernsehprogramm und es Tag und Nacht, bin ich wieder von meinem PC getingelt und suche hier Asyl, ja? Niemand ist zu erreichen. Meine beste Freundin sich wahrscheinlich gerade das Hirn raus oder lässt es sich, keine Ahnung. Und meine Mutter ist eh gerade nicht ansprechbar, weil sie mir gestern ganz nett, ne, so eine Mutter möchte auch jeder haben. Hier in Deutschland ist es arschkalt. Meine Mutter schreibt mir, hallo, ja, mir geht's gut. Ich lieg am Strand, es sind 28 Grad und so. Es geht mir gut und ich freue mich auf dich. Ja. Alte, ganz ehrlich, es interessiert mich nicht. Ja, also Eifersucht hoch 10, weil sie jetzt gerade im Urlaub ist, sei ihr auch gegönnt. Aber wir frieren uns hier den Arsch ab, oder ich mir besser gesagt, und würde auch gerne am Strand liegen bei 28 Grad und Cocktails schlürfen und Fressen reinhauen ohne Ende. So viel dazu, ne? Ja. Jetzt habe ich gerade eben irgendwie eine halbe Stunde probiert, meine Haare irgendwie hinzubekommen, aber es ist eh heute nicht möglich, weil ich heute noch nicht geduscht habe und ich das vielleicht nachher noch machen werde. Okay, jetzt ist schon wieder 11:45, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es heute noch schaffen werde. Ach, heute ist so ein Gammeltag, Leute, ohne Scherz, ja, scheiß auf Duschen gehen, ich habe da keinen Bock drauf. Ich muss das schon jeden Tag unter der Woche, am Wochenende kann man auch mal gammeln. Und kann sich auch mal gehen lassen. Und zwar, kein Wunder, dass das Ding hier unten liegt. Das ist diese Swissopar Kokos Styling Milk. Ja, bringt das Haar schnell und einfach in Form und gibt der Frisur starken Halt. Das habe ich mir mal gekauft vor längerer Zeit, weil ich Frühschicht hatte und mein Haar sowas von widerspenstig war. Weil ich auch, meine Haare können überhaupt gar keine Mützen und Kopfbedeckungen ab, weil dann sofort meine Locken eh am Arsch sind. Und bin ich zu Rossmann, das habe ich damals im Rossmann gekauft, als ich eine Rossmann-Phase hatte. Das muss schon echt lange her sein, ne? Deswegen habe ich gerade eben probiert, meine Haare mit diesem Ding hier versucht in Form zu bringen. Und das ist keine Milk, das ist einfach nur... Scheiße, ja, also es tut mir leid, das so offen zu sagen, das ist im Endeffekt, ja, ist es total durchsichtig, das Zeug. Unter einer Milk stelle ich mir was anderes vor. Es riecht gut nach Kokos, ne, aber es ist derbe voll mit Alkohol, ne. Meine Haare sind jetzt noch trockener, als sie es davor eh schon waren, ja. Also, das ist Wüste Gobi, die da oben jetzt gerade regiert. Das geht gar nicht, ja. Also, ich glaube, das kostet 3-4 Euro oder so. Würde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen, weil ich habe mir mehr darunter erhofft. Kokos, ne? Swissopar macht eh total leckere Sachen, wie dieses Rosenshampoo, was wirklich auch lecker riecht. Dann gibt es diese Kuren, diese Einmalkuren in diesen Plastiksachets. Aber das ist mir echt so austrocknend, das geht gar nicht. Da hätte ich mir echt mehr darunter vorgestellt. Das habe ich auch damals ein-, zweimal benutzt und... Ich habe, weil mir langweilig war und ich ein bisschen am Aufräumen war, man sieht es zwar nie im Hintergrund, dass ich aufräume, weil es sieht aus wie Scheiße im Hintergrund. Ja, da oben nur so ein paar Bücher. Hier, oh, schon wieder. Hier dieses Regal. Ja, so, jetzt habe ich's. Hier dieses Regal, ne, mit dieser dummen Tasche. Dann hier so ein Familienporträt. Da hinten ist so eine Kiste von TK Maxx, da sind auch noch Sachen drin. Und hier halt noch so Bücher und da unten meine ganzen PC-Spiele und darunter auch noch, ne? Und da unten ist so meine Schmuckschatulle mit, weil ich war ja lange Zeit
einige Zeit war ich total schmucksüchtig, ja. Das war, ich hatte auch mal Zeiten, wo ich so wie so eine Hippie-Schlampe rumlief irgendwie und so mit langen Gewändern und hintrapiert und Bastkörbchen und lang geflochtenen Haaren, ja. Und dann lief ich so zur Schule und hab gedacht, ja, ich wäre irgendwie so Jimi Hendrix als Schwuchtel, keine Ahnung. Ja, jeder hat ja so Zeiten. Dann war ich eine Zeit lang goff und schwarz und schwarz. Und ja, so hat jeder halt seine Phasen. Es war damals einfach auch nur so, oh, meine Nase tränt, ey, die ist so wund durch diesen scheiß Schnupfen, den ich hatte. Ist die so wund, dass es sogar durch das Bepanthen durchnässt. Ja, es nässt, aber ohne Scherz. Ja, so Phasen hat wohl jeder irgendwie, wo er sich irgendwie finden muss und bis man dann wirklich sich mal gefunden hat. Auf jeden Fall war mir langweilig. Und ich habe ein bisschen, das ist jetzt nur ein Teil, oh, das Bepanthen-Babyöl, von meinem großen Archiv, ne, da, Leute, da geht noch was, ja, also da geht immer was. Und deswegen, ich habe mir gedacht, ich greife einfach mal 5 Produkte blind raus und werde dazu meine Meinung geigen. Nicht, dass ihr denkt hier, das wäre irgendwie eine Weste oder so, ne? Das ist nur so ein Schal, aber ich trage den jetzt gerne heute irgendwie gerade so, weil es irgendwie so schön aussieht in der Kamera, so als hätte ich ich will mir ja so eine Pelzweste kaufen, so ein Fake Fur, so mit, ich suche und ich würde dafür sterben nach einem dunkel anthrazitfarbenen Fellwestenteil, ne? So wie es die Tussen irgendwie tragen. Ich weiß nicht, ich muss das unbedingt haben, weil ich schaue ja gerne, da im Fernsehen eh nur Scheiße läuft und schaue ich mir gerne Dallas an. Und zwar gibt es da diese Serienfigur der Sue Ellen Ewing und oh, die Tusse sieht einfach nur derbe schick aus. In jeder Folge, egal was sie trägt, ist göttlich, ja. Also, das ist wirklich zurzeit meine Inspirationsquelle, was so Kleidungszeug angeht. Und die hatte halt auch in einer Folge so einen ganz, ganz tollen, so eine ganz, ganz tolle Pelzweste an aus so dunkel anthrazitem Nerz, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß. Ja, ich greife einfach mal rein, hole 5 Produkte raus, weil mir eh so strunzlangweilig ist, dass ich jetzt auch nicht hingucken werde. Aber ich habe mir schon gerade eben gedacht, was das ist. Was ist das? Ich habe in irgendwas reingekriegt. Ich glaube, da ist irgendwas ausgelaufen. Das ist ja ekelhaft. Warte mal, wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, zum Glück wohnt unter mir niemand, weil unter mir ist pure Erde, weil ich hier im Keller sitze. Na, ich habe hier nur so ein kleines Fensterchen, wo ich sehen kann, dass die Welt sich dreht. Und heute ist eh so ein Tag, wo man sich total nutzlos vorkommt, weil man nicht arbeiten musste, gar nichts machen musste und den ganzen Tag nur vor YouTube hockt oder vor anderen Internetseiten. Gibt es ja auch noch viel mehr als nur YouTube, ja. Und vor WoW und ach, heute ist eh so ein Gammeltag, ne? So, oh mein Gott. Oh mein Gott, da finde ich ja Sachen wieder, von denen ich nicht mehr wusste, dass ich sie überhaupt noch habe. Fangen wir einfach an mit dem ersten Produkt, was ich mir rausgeholt habe. Ich bin schon wieder bei 9 Minuten. Aber 5 Produkte lang dann auch erstmal. Na, also, weil sonst tue ich wieder hier 8 Videos machen und irgendwo reicht es dann mal auch. Das erste Produkt ist von L'Oreal, die Futur E Moisturizing Lotion, a daily dose of pure Vitamin E. Ja, die gibt es meines Wissens nur in den USA. So sieht die aus. Ich weiß nicht mehr, ob sie heute noch genauso aussieht. L'Oreal, ja, natürlich ist es eine geile Firma, sage ich nichts dagegen, ne? Aber die alte Schachtel, der Laden gehört, ne? Da habe ich keinen Bock drauf, der noch mehr Geld in den Arsch zu blasen. Das ist im Endeffekt einfach nur
so ein ganz, ganz, ganz leichtes Fluid, ja. Das ist wirklich, wirklich ganz leicht und es riecht echt, echt gut. Also, das ist so ein ganz, ganz reiner, blumiger, ja, also ein ganz, ganz toller Geruch ist das. Ich habe die in den USA sehr viel benutzt, als ich dort war und habe mir die immer wieder nachgekauft, weil die einfach ganz, ganz toll ist. Sie ist lightweight, non-sticky, replenishes moisture all day, improves skin smoothness and antioxidant benefits and broad spectrum UVA and UVB sunscreen help to protect the future of your skin. How to use? Apply gently to face and neck away from eye area. When to use AM and PM, alone or under makeup. Ja. Was da jetzt drin ist, ich weiß es nicht mehr. Na, das kam in so einem Papp-Dings, Verpackungszeugs, ne? Da soll drin sein, aktive Bestandteile sind Ensolizole 2% und Octocrylene 7%. Was die jetzt genau machen, ich habe die Wirkstoffe ehrlich gesagt noch nie gehört. SPF 15, also Sonnenschutzfaktor 15. Sie ist auf jeden Fall leicht im Gesicht. Na? Und wer in den USA mal sein sollte, sollte sich mal eine Flasche davon holen. Das Problem ist an dieser Creme, sie ist für normale bis trockene Haut konzipiert. Ich habe sie wieder erwarten, wirklich gut vertragen in den USA und ja, es war damals wirklich mein absolutes Must-Have, ne? Also damals in den USA war ich auch noch gar nicht auf Naturkosmetik aus. Ich hatte damals nur die Erfahrung in Deutschland gemacht mit der Gesichtswaschcreme und war dann mit einer guten Bekannten dort im Whole Foods und ach, die Frau ist aber auch der Bereich, ne? Aber wenn die sagt, die Gesichtswaschcreme ist ihr in den USA zu teuer, dann hat es wirklich was zu sagen, wie viel Dr. Hauschka dort anscheinend kostet oder kostet. Ich habe ja die Preise gesehen, aber ich kann mich jetzt beim besten Willen nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich muss Luft holen während dem Reden. Ja. L'Oreal, was will man dazu noch sagen? Es ist auf jeden Fall Chemie pur. Viele Leute kommen damit zurecht. Es ist eine Weltmarke. Na, es ist, glaube ich, eine der wertvollsten Marken auf der Welt. Es ist eine Marketingmaschinerie ohnegleichen. Da wird ein Aufwand drum betrieben, um diese Produkte, wie als gäbe es keinen Morgen mehr, als würde der Weltuntergang bevorstehen. Ob sie jetzt wirklich so gut sind? Also ich kam da, mit dieser Creme kam ich zurecht und ich komme auch mit meinem Aftershave-Balsam zurecht. Mich interessiert ja dieses Neue mit diesem Clean Pot, dieses Perfect Clean Zeugs, ne? Aber da ist halt wirklich die Frage, wie meine Haut drauf reagieren wird. Es wäre auf jeden Fall ein Besuch wert. Ein Besuch? Ja, wo? Bei der L'Oreal Hauptzentrale in Paris oder was? Und dann schlage ich diese Petoncourt ins Gesicht, weil sie so viel Geld hat. Auf jeden Fall ist in den USA L'Oreal auch sehr stark vertreten, ne? Und es gibt aber eine Firma, die noch höher vertreten ist in den USA, nämlich Olay, was bei uns ganz eindeutig Olas heißt, ne? Da habe ich mir damals das Beauty Fluid ja gekauft, ja, in dieser schönen Flasche, ja. Und aber das habe ich mir hier in Deutschland gekauft. Ne? Ich habe halt nur wirklich bemerkt, in den USA ist Olay viel, viel, das ist riesig in diesen Drogerien, wie viel Platz da Olay einnimmt. Ne? Also ich war in einem Supermarkt, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich war im Target, genau im Target. Oder war es Kohl's? Nee, es war nicht Kohl's. Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war ich mit meiner Mutter irgendwo und dann waren wir halt shoppen und so und da gab es wirklich ein 10 Meter Regal, ja, links und rechts nur Olay, ja, nur Oil of Olas Produkte. Also die Drogerien dort oder die Supermärkte, das sind wirklich Paradiese für Junkies. Es geht gar nicht, ne? Ich bin bei 14,24, ich mach gleich weiter. Es tut mir leid, es tut mir so leid.